Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um Regelenergie und Ausgleichsenergie gehen. Was ist das eigentlich? Was ist der Unterschied und inwiefern gehört das zusammen? In einem anderen Video habe ich schon mal etwas zum Regelenergiemarkt gesagt, und zwar zu den Preisen, zum Mischpreisverfahren vor allem, welches ja mittlerweile nicht mehr vorherrscht. Das Video könnt ihr euch gerne vorher anschauen. Und genauso gut ist es wichtig zu verstehen, was ist ein Bilanzkreis, das auch in einem anderen Video schon mal sehr genau behandelt wurde. Da geht es ja darum, praktisch die Einspeisungen und die Verbräuche in einem Bilanzierungsgebiet, in einem Netzgebiet, jederzeit permanent auszugleichen, damit eben auch die Stromfrequenz immer ausgeglichen ist. Was ist jetzt also Regelenergie und Ausgleichsenergie? Kommen wir erstmal zur Regelenergie. Wir haben in Deutschland ja vier Regelzonen. Das sind die ehemaligen Gebiete der großen Monopolisten. Das ist also heute, weil die ja alle geanbandelt sind, 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet BW. Bemerkung, Transnet BW gehört immer noch zum InBW-Konzern. Da gibt es eine Sondergenehmigung, die müssen nicht komplett entflochten sein. Jedenfalls gibt es diese vier Regelzonen und Regelzonen sind am Ende des Tages genauso organisiert wie Bilanzkreise. Die müssen eben komplett ausgeglichen sein, was dadurch stattfindet, dass alle Bilanzkreise ausgeglichen sind. Weil eine Regelzone besteht aus Bilanzkreisen. Das ist dann meistens eine vierstellige Anzahl. Und wenn die Bilanzkreise ausgeglichen sind, sind gleichzeitig automatisch ist die Regelzone ausgeglichen. Für die Regelzone ist der Bilanzkoordinator zuständig. Der Bilanzkoordinator ist ja der Übertragungsnetzbetreiber. Für den Bilanzkreis ist der Bilanzkreisverantwortliche zuständig. Der beaufsichtigt wird vom Bilanzkoordinator. Dementsprechend sorgt der Bilanzkoordinator, der ÜNB, dafür, dass alle Bilanzkreisverantwortlichen ihre Bilanzkreise ausgleichen und dann ist die Regelzone ausgeglichen. Sollte es jetzt mal physisch trotzdem zu einer Unterdeckung oder Überdeckung der Regelzone kommen, dann kommt die Regelenergie in Nutzung. Und das sind praktisch ja physische Maßnahmen, um die Stromfrequenz, die Überdeckung oder die Unterdeckung auszugleichen. Innerhalb von wenigen Sekunden gibt es erstmal die sogenannte Momentanreserve. Das sind praktisch ja Schwungmassen in Turbinen oder in dem Unterwerk von Zügen, die elektrisch verbunden sind, genauso auch Straßenbahnen, weil die praktisch durch automatische Brems- oder Antriebsmechanismen einen kleinen Ausgleich in das gesamte Stromnetz wieder bringen können. Genauso eben die Turbinen, die etwas schneller oder langsamer laufen und dementsprechend eine Regulierung für das Stromnetz anbieten können. Das ist die Momentanreserve, die innerhalb von wenigen Sekunden sofort reagiert. Darüber hinaus gibt es dann die Primärregelenergie, die also innerhalb weniger Sekunden liefern muss. Das sind dann meistens ja sofort aktivierbare Geräte, das sind zum Beispiel Akkus, das sind Batterien, das sind die großen Energiespeicheranlagen, auch die kleinen Speicheranlagen und das sind natürlich zum Beispiel Photovoltaikanlagen, Windenergieanlagen, die relativ schnell hoch und runter geregelt werden können. Danach die Sekundärregelenergie, die etwas später reagieren muss, praktisch ab einer halben Minute, soweit ich das richtig erinnere. Das sind dann die noch etwas weniger flexiblen Anlagen. Danach die Minutenreserve, das können dann auch schon mal flexible Gaskraftwerke sehr gut abdecken, die dann eben bis zu einer Stunde noch Energie liefern müssten. Und danach ist es dann eben noch die Reserve der Bilanzkreisverantwortlichen, die da eventuell noch Verträge haben, um langfristig ausgleichen zu können. Das ist die Regelenergie. Wenn Regelenergieanlagen genutzt werden, dann bekommen die dafür eine Vergütung. Das ist dann praktisch je nach Zuschlagsverfahren immer die günstigste und bestgeeignetste Anlage. Das haben wir in dem Video zum Mischpreisverfahren durchgesprochen. Es gab da ja mal die Änderung, dass nicht nur der Leistungspreis, praktisch das zur Verfügung stellen der Energie, sondern auch der Arbeitspreis mit reingenommen wurde. Der Arbeitspreis umfasst dann praktisch den gesamten Betrieb der Anlage. Und dann sind plötzlich erneuerbare Energienanlagen nicht mehr ganz so attraktiv wie sonst, weil eine Photovoltaikanlage kann sofort liefern, eine Windkraftanlage kann sofort liefern, braucht keinen Brennstoff, solange Wind und Sonne da sind. Und dementsprechend sind sie im Sinne des Leistungspreises perfekt, weil sie brauchen keine weiteren Kosten, sie brauchen kein großartiges Personal, sie brauchen keinen Brennstoff. Wenn der Arbeitspreis dazu kommt, sind sie weniger attraktiv. Dementsprechend waren sie dann praktisch etwas schlechter gestellt. Dann gab es verschiedene Manipulationen am Markt durch Kraftwerksanbieter und jetzt ist das Mischpreisverfahren wieder weg. Es gilt nur der Leistungspreis und nach diesem Leistungspreis gibt es den Zuschlag der Regelenergie. Über diesen Weg werden die Anlagen vergütet.
Das ist Regelenergie. Das ist einerseits der Einsatz der Anlagen und gleichzeitig auch die Vergütung der Anlagen. Das ist also physisch. Ausgleichsenergie ist jetzt tatsächlich das Pendant zur Regelenergie. Man könnte fast sagen, Regelenergie ist gleich Ausgleichsenergie. Bitte schlagt mich nicht, wenn ihr das anders seht, aber zur Erklärung kann man das schon so sagen. Die Ausgleichsenergie ist jetzt nämlich die kaufmännische Abrechnungsweise, praktisch die bilanzielle Seite der physischen Regelenergie. Heißt, wenn ein Bilanzkreisverantwortlicher seinen Bilanzkreis nicht ordentlich ausgleicht und er praktisch nicht am Vortag schon sauber auf Null steht, also Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen sind, das macht man ja schlussendlich über Beschaffung, indem man sagt, ich kaufe nochmal Energie ein, ich verkaufe nochmal Energie, damit sorge ich dafür, dass mein Bilanzkreis ausgeglichen ist. Ich kann mit anderen Bilanzkreisen hin und her handeln, das geht ja alles. Wenn man das nicht macht und dementsprechend der Bilanzkreis nicht ausgeglichen ist, dann gibt es dadurch eigentlich ein Signal an den Markt für Überproduktion oder Unterproduktion. Das ist ja schlecht. Und dementsprechend würde es jetzt wieder notwendig werden, dass zum Beispiel Regelenergie eingesetzt wird. Also gibt es eine Strafe dafür, dass man den Bilanzkreis nicht ausgleicht. Und das ist dann praktisch die Ausgleichsenergie. Die wird mir dann in Rechnung gestellt als Bilanzkreisverantwortlichem vom Bilanzkoordinator, wenn ich mich falsch verhalten habe. Bedeutet also, wenn ich eine Megawattstunde zu viel abgenommen habe, entgegen meiner eigentlichen Prognose, dann bekomme ich eine Rechnung über diese Megawattstunde per Ausgleichsenergie. Dafür gibt es den sogenannten REBAP, regelzonenübergreifender bundeseinheitlicher Ausgleichsenergiepreis, REBAP. Und über den wird mir jetzt praktisch die Rechnung für diese Megawattstunde gestellt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Megawattstunde mehr produziert habe in meinem Bilanzkreis, als ich eigentlich ursprünglich prognostiziert habe, dann habe ich ja mehr eingespeist und das war womöglich sogar richtig gut, weil dafür habe ich an anderen Stellen Bedarfe decken können. Also bekomme ich für diese Megawattstunde, die zu viel produziert wurde, ein Guthaben über den REBAP praktisch gestellt. Sollte ich in meinem Bilanzkreis gleichzeitig eine Megawattstunde zu viel abgenommen haben, aber auch eine Megawattstunde zu viel produziert haben, dann habe ich das weitestgehend ausgeglichen und bekomme hier praktisch eine Gegenrechnung und die könnte halbwegs einen Ausgleich bedeuten. Natürlich auch nicht unbedingt hundertprozentig, weil es soll ja trotzdem eine Strafe sein, denn ich war trotzdem nicht Bilanzkreis. Treu. Auch wenn ich zu viel produziere, ist das nicht unbedingt gut, weil es kann auch sein, dass es eine Überdeckung grundsätzlich gibt und dann muss die Megawattstunde ja irgendwo hin. Heißt also, auch da gibt es dann noch Mechanismen, die etwas genauer reingreifen und wo ich dann auch schlussendlich nicht nur belohnt werde. Aber eben genau dann, wenn es an anderer Stelle Unterdeckung gab und ich habe ein bisschen mit ausgeholfen, dann kann sich meine Rechnung über den REBAP tatsächlich auch ein bisschen ausgleichen. Ja, und das ist eigentlich auch schon Ausgleichsenergie. Das ist nichts anderes als das virtuelle, bilanzielle Pendant zur Regelenergievergütung, die eben physisch zugreift auf die Anlagen und Ausgleichsenergie eben bezüglich der Bilanzkreise funktioniert. Das war's schon. Habt ihr Fragen zur Regelenergie oder zur Ausgleichsenergie, dann schreibt ihr bitte in die Kommentare. Gebt diesem Video bitte einen Daumen nach oben. Hier seht ihr noch zwei weitere Videos rund um das Thema Regelenergie, beziehungsweise eben genau diese tollen Sachen zum Bilanzkreis, die so wichtig und so essentiell sind für die gesamte Energiewirtschaft. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.